Denken! Babbeldeckel! Ikona, Ikona! Moin, Meister, Alter. Yo, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Ja, Freunde, und heute machen wir mal ein etwas allgemeineres Video, denn heute reden wir über die Rückrunde der Fußball-Bundesliga, was ich persönlich glaube bzw. predikte, wie dann am Ende der Saison im Mai die Tabelle dann sein wird, auf der Basis der bereits gespielten Hinrunde. Ich habe ja vor der Saison bereits eine Bully-Prediction abgegeben, wo ich glaube, dass jeder der Clubs im Endeffekt landen wird. Jetzt haben wir natürlich eine Hinrunde gespielt, jetzt kann man die Teams eventuell auch um einiges mehr beurteilen, wie man es vor der Saison gemacht hat. Ich werde natürlich in meiner allgemeinen Bundesliga-Prediction in einigen Dingen daneben liegen. Jetzt versuche ich es mit der gespielten Hinrunde vielleicht ein bisschen besser zu tippen. Und ja, wir werden jetzt von Deutscher Meister, Vizemeister, CL-Quali, EL-Quali und Konferenz-Quali und Relegation bzw. Abstieg werden wir alles durchgehen. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir ganz trocken von oben nach unten. Und ja, Platz 1 gibt es nichts anderes als Bayern München, Freunde. Was soll ich euch sagen? Also Bayern hat bereits jetzt 9 Punkte Vorsprung auf den BVB. Ein fast dreimal so gutes Torverhältnis. Man hat plus 40, der BVB hat plus 15. Und der FC Bayern hat ganze 2 Spiele in der Hinrunde verloren, 1 Spiel unentschieden gespielt und alle anderen Spiele gewonnen. So, und gehen wir mal im allerkrassesten Falle davon aus, der FC Bayern würde jetzt in der Rückrunde 5 oder 6 Spiele verlieren. Würde es wahrscheinlich trotzdem reichen, weil der BVB ja auch nicht alle Spiele gewinnt. Und nach dem BVB schon wieder noch mal mehr Abstand ist, noch mal 5 Punkte extra Abstand ist. Und das wird keiner mehr aufholen. Ich würde mir zwar auch als Fußballromantiker mal wieder einen anderen Meister wünschen und ein bisschen mehr Spannung, aber das haben wir auch dieses Jahr nicht. Das werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten 1-2 Jahren leider nicht bekommen. Deshalb ja, kann man auf Platz 1 in meinen Augen nur mit Bayern München gehen. Jeder, der was anderes sagt, ist halt leider ein Träumer, weil 9 Punkte Vorsprung auf die Bayern holt leider keiner. Ja, Platz 2, Freunde, nicht weil sie da aktuell stehen, aber ich glaube, Platz 2 wird der BVB schon festigen, weil man hat ja 5 Punkte aktuell auf Platz 3 und ich glaube zwar, dass am Ende der Saison auf Platz 3 keine 5 Punkte oder mehr Vorsprung sind, das wird bis Ende der Saison schon ein bisschen schrumpfen, dass es nur noch 1 oder 2 Punkte sind, aber ich glaube, der BVB wird die Vizemeisterschaft schon safen, weil man trotz allem die Qualität hat, wie ich finde, mit Haaland, mit Reus und wen sie noch alles haben. Deshalb gehe ich auf Platz 2 auch mit dem BVB. Und ja, jetzt wird es schon schwieriger. Platz 3 und Platz 4. Wer schafft die Champions League Quali? Also ich persönlich sage Platz 3 auf jeden Fall Bayer Leverkusen. Ich glaube, Leverkusen wird auf jeden Fall die Champions League Quali diesmal packen. Und ja, dann ist die Frage, Freunde, wen tun wir auf Platz 4? Das ist wirklich die Frage. Ich habe da echt lange überlegt. Natürlich von der Kaderqualität her, wenn man eine überragende Rückrunde spielt, könnte RB Leipzig da noch reinstoßen. Frankfurt und Union sehe ich echt stark, aber nicht stark genug, um diesen Platz 4 zu holen. Deshalb muss ich euch ehrlich sagen, habe ich mich da für Hoffenheim auf Platz 4 entschieden, weil ich die Entwicklung und die Art und Weise, wie man da Fußball spielt, echt extrem stark finde. Und so sehr ich Freiburg auch mag, so sehr ich Christian Streich auch mag, ich Freiburg nicht zutraue, dass man das bis zum Ende so durchspielen kann. Deshalb ja, glaube ich persönlich, dass man da ja, mit Hoffenheim ganz gut beraten ist und Hoffenheim diesen Platz 4 dann safen wird. Kann vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen sein, aber ich glaube, dass Hoffenheim diese Saison eine sehr, sehr, sehr gute Rolle spielen wird. Und ja, Platz 5 und Platz 6, Europa League, schrecklich Europa League Quali, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch lange überlegt.
Ich glaube aber tatsächlich auf Platz 5 ist vielleicht ein bisschen risky, weil die ja hinterherlaufen. Aber ich glaube, Platz 5 wird RB Leipzig. Ich glaube, Leipzig wird sich in der Rückrunde fangen, noch eine echt gute Rückrunde spielen und nochmal oben richtig rankommen. Aber ich glaube, für die Champions League wird es nicht mehr reichen. Und gefolgt dann auf Leipzig auf Platz 6, auf Platz 6 sehe ich dann tatsächlich, muss ich euch wirklich sagen, den SC Freiburg. Ich glaube, dass Freiburg echt einen Platz im internationalen Geschäft schafft, aber Europa League. Ich glaube nicht, dass Freiburg eine Champions League Qualifikation schafft. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Deshalb glaube ich, Platz 6 ist für Freiburg machbar, Europa League ist für Freiburg machbar. Und ja, dann ist natürlich die Frage, wer kommt auf Platz 7? Wer kommt in die Europa Conference League? Und ja, da habe ich echt lange, lange überlegt zwischen Frankfurt und Union und habe mich dann letzten Endes, Sven, Grüße gehen raus, für Eintracht Frankfurt entschieden. Ich glaube, Frankfurt wird im Endeffekt auf Platz 7 bleiben oder am Ende kommen. Man ist ja aktuell Sechster und wird damit in der Conference League spielen. Ja, was für Frankfurt eigentlich auch schon relativ ein Erfolg ist. Und ich glaube, in diesem Wettbewerb könnte die Eintracht auch sehr, sehr weit kommen. Und ja, was dann bedeutet, dass Union im gesicherten, aber wie ich finde, eher oberen Mittelfeld dann im Endeffekt agieren wird. Und ja, die weiteren Mittelfeld-Teams, die ich auf jeden Fall im Mittelfeld dann sehe, auf welchem Platz auch immer, will ich hier jetzt nicht 100% genau sagen. Aber ist auf jeden Fall, neben, wie gesagt, Union, sehe ich Mainz im absolut gesicherten Mittelfeld. Ich sehe den FC im gesicherten Mittelfeld. Ich sehe Wolfsburg im gesicherten Mittelfeld. Und dann muss ich sagen, glaube ich, wird Gladbach noch eine schwere Saison haben. Ich glaube aber, dass Gladbach im Endeffekt trotzdem mit einem gesicherten Mittelfeldplatz noch abschließen wird. Und dann, Freunde, haben wir quasi noch 6 Teams über. Und das wäre Hertha, Bochum, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und Fürth. Und ja, es ist kein Geheimnis, Greuther Fürth wird auf jeden Fall wieder absteigen in die zweite Bundesliga. Man hat jetzt schon 12 Punkte Rückstand auf Stuttgart, also auf dem Relegationsplatz. Und man hat ein 4-mal so schlechtes Torverhältnis wie Stuttgart. Und das überträgt sich quasi über das letzte Drittel der Tabelle. Jede Mannschaft hat Fürth ein 3- oder 4-mal so schlechtes Torverhältnis. Und das kann man halt nicht mehr holen. Also, keine Ahnung, da müsste man wirklich in der Rückrunde noch 9 Siege und 3-4 Unentschieden holen. Und das kann ich mir halt echt wirklich gar nicht vorstellen. Also, Fürth werde ich auf jeden Fall oder würde ich auf jeden Fall auf Platz 18 sehen. Und dann wird es natürlich schwierig, wie es weitergeht. Ich glaube, Hertha wird am Ende dann knapp die Klasse halten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die jetzt in der Rückrunde irgendwie einen Run haben und dann im gesicherten oder oberen Mittelfeld sind. Da sehe ich Hertha persönlich nicht. Ich glaube aber, dass die Klasse halten. Dasselbe glaube ich auch bei Augsburg, weil ich glaube, mit Pepi hat man sich jetzt echt einen richtig guten Stürmer verpflichtet und ein Puzzleteil geholt, was dem FCA irgendwo auch gefehlt hat, nämlich in dieser Saison einen zuverlässigen Stürmer. Und das kann er, glaube ich, sein und wird es, glaube ich, sogar auch. Und ja, dann haben wir quasi noch 4 Mannschaften übrig. Und von der Qualität her müsste man jetzt natürlich sagen, müsste Stuttgart vor Bochum stehen. Aber ich muss euch sagen, Bochum hat mich echt in der Hinrunde begeistert. Und ich bin mir eigentlich echt, auch wenn es, glaube ich, nochmal knapp wird, die werden nicht Zwölfter bleiben wie jetzt, die werden schon noch was absacken. Aber ich glaube, Bochum wird diese Saison die Klasse halten. Und ja, 16 und 17 würde ich persönlich sagen, bleibt so stehen wie jetzt, nämlich auf Platz 16 der VfB, weil ich glaube, beim VfB diese Saison ist es echt schwierig mit immer wieder Corona-Ausfällen, mit Verletzungen. Ich habe die Tage mal durch Transfermarkt geguckt, die haben schon wieder 4 Corona-Fälle, das ist echt bei Stuttgart richtig, richtig krass. Aber an die VfB-Fans, die vielleicht dieses Video sehen, ich glaube trotzdem, dass der VfB die Klasse hält, weil Relegation war ja die letzten Jahre eigentlich immer
wenn man es so nennen kann, ein Wettbewerb für den Erstligisten. Und da wird der VfB sich auch durchsetzen. Der VfB gehört auch in die Bundesliga. Ich glaube aber, dass der VfB weiter diese Saison Probleme haben wird. Und aufgrund dieser Probleme, ja, mit einem guten Aufsteiger Bochum. Ich glaube, Hertha wird ein bisschen besser spielen und Wolfsburg-Gladbach sowieso. Und Augsburg hat sich gut verstärkt. Und Augsburg ist halt, ja, so eine Drecksmannschaft, die sich da immer irgendwie durchwurschtelt. Und Bielefeld hat einen guten Run jetzt zum Ende der Rückrunde. Ich glaube aber nicht, dass man diesen Run eine ganze Rückrunde halten kann. Und im Endeffekt, ja, muss halt irgendjemand absteigen. Und die Teams aktuell von Platz 7 bis 10, nämlich Union, Köln, Mainz und RB, sind alle in meinen Augen zu stark, um abzusteigen. Wolfsburg und Gladbach auch, auch wenn sie aktuell eine schwere Situation haben. Bochum spielt einen super Ball. Mit Hertha tippe ich, dass die etwas verbessert auftreten in der Rückrunde. Und deshalb ja, entscheide ich mich für den VfB auf Relegation und Bielefeld auf Abstieg, Freunde. Das wäre jetzt so mein spontaner Tipp, wie ich glaube, dass die Tabelle am Ende aussieht. Ich denke mal, so nach dem 30. Spieltag werde ich nochmal ein Video zu dem Ganzen machen, wie ich das Ganze dann sehe. Ja, und würde mich dann wie immer freuen über eure Meinungen in die Kommentare. Wie ihr unseren FC seht, wo ihr glaubt, dass wir am Ende landen, gerne mit Platz und Punkten, was ihr denkt, aber auch einfach mal ganz allgemein, was ihr glaubt, wer kommt in die Champions League, wer steigt ab, wer geht in die Relegation, wer in die Euroleague, bin ich sehr gespannt, was eure Meinung ist. Ja, ich kann mich natürlich auch in einigen Dingen vertun, Hoffenheim auf 4 ist vielleicht auch ein bisschen Risiko getippt, aber ich weiß nicht, ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, dass Freiburg oder Frankfurt dahin kommt und auch Union nicht, so stark Union auch wirklich ist. Und vom Potenzial her können es RB noch zutrauen. Ich meine, es sind nur 6 Punkte auf Platz 4. Das kann man natürlich holen, wenn man einen sehr guten Lauf in der Rückrunde hat. Aber ich habe jetzt die Entscheidung so getroffen mit Leverkusen und Hoffenheim auf der 3 und auf der 4. Und ja, Freunde, wie gesagt, schreibt eure Meinungen in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr neu seid. Wir gehen nämlich auf die 800 Abos zu. Und dann würde ich sagen, Freunde, bin ich gespannt, was ihr sagt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein und ciao. We'll be right back.